Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde! Wir spielen 7 Days to Die. So, die Pflastersteine und Steine, die ich jetzt gerade so aufgebuddelt habe, die sind hier in der Waschmaschine. Du kommst die Treppe runter, da ist eine Waschmaschine, die leuchtet. Da packe ich, warte mal, oh, schon dran, ne? Beide dran, jetzt kann ich ja nichts machen. Okay, geh du mal ran da. Warum ist nicht? Dann zeige ich euch gleich mal das Loch. Der Boden ist 2500, ja. Was sagt man? Stärke? Ich habe hier schon mal ein bisschen Loch gegraben nach Eisen. Und wir machen jetzt hier einen Absatz, würde ich sagen. Und damit wir es ein bisschen schräg machen. Ich glaube, noch ein bisschen tiefer, bis wir auf diesem Boden sind. Ah, ja, genau. Und dann ein bisschen versetzt, damit man, wenn man hier runterfällt, sich nicht sofort die Beine bricht. Das mache ich mal liebend gern. Dann haben wir hier ein bisschen verstärkt. Das wird ein bisschen noch stärker gemacht später. Falls sie die äußere Mauer durchbrechen, in den Keller reinkommen. Jo. Muss ja nicht alles mitschleppen, ja. Nicht? Nee, 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 alles brauche ich nicht. Frame zu Frame. Ich kann den Frame da nicht rausmachen, dann zerlege ich den. So, zerlegen geht, komischerweise. Pack das auch erstmal. Die Pike packe ich auch mal beiseite. Hier brauchen wir auch gerade nicht. Stein. Wir müssen erstmal ganz viele Pfeile machen. Denn ich gehe nochmal jagen und die Mathilde macht nochmal was? Ich werde ein bisschen Pflastersteine produzieren, zumindest so erstmal zu Beginn. Also mich ein bisschen um die Verteidigung des Hauses kümmern. Weil dadurch, dass ja da so eine wunderschöne Veranda ist, da können die Zombies. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Einfach springen oder? Ja. Oh! Okay, geht. Achso, ich habe noch gar nichts gegessen, verdammt. Und ich dachte mir, ich nutze einfach so ein bisschen den Anfang des Tages, bis es vernünftig hell ist. Wobei es hier irgendwie relativ schnell geht mit der Helligkeit. Ja, hier ist Dufte. So, ich gehe nochmal in dieselbe Richtung wie vor, wie letztes Mal. Erstens haben wir da gut Tiere gefunden und zweitens war da eine Hütte, die ich nochmal reingucken wollte. Ah ja, genau, das war in diesem Wüstengebiet. Das fällt mir wieder ein. Wüstengebiet ist auch gut. Da könntest du eventuell Dings mitbringen hier. Wie nennt sich's? Ja, es war nicht Aloe so ganz. Beta. Das war verbrannt. Entschuldigung, es war verbrannt. Ich wüste. Und ich sehe ein Tier schon. Es ist zwar ein bisschen im Boden, es soll mir aber scheißegal. Nee, es sieht. Sah nur so aus. Und es ist tot. Wunderbar. Jetzt gucke ich mal, ob es Hufe hat. Hast du Hufe? Es hat Hufe. Es könnte wirklich ein Rieh sein, aber die sahen früher besser aus, fand ich. Ich habe auch tatsächlich schon einen Hirsch gesehen. Das ist nicht mehr so häufig. Weil Rehe sind ja auch nicht so groß wie Hirsche. So. Erstes Tier schon erfolgreich. Wonderful. Nochmal ein Ei. Guck mal, ich habe mich ein bisschen geheilt. Das heißt. Sag mal leise. Hier mal ein bisschen weiter. Warte mal, hier ein bisschen Steinplatten. Block noch. Ach, so ein Schwein wäre schön. Auf den Wolf hätte ich jetzt eher keinen Bock, du. Ein Schweinchen ist immer noch besser. Na ja, Holzhacken müsste ich nachher auch mal. Holzhacken müssen wir auch unbedingt. 8 Holz habe ich nur noch. Nope. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Kurz Lucky Lucky machen, aber hier ist nichts. Ich werde aber die Steinblöcke nur direkt unter die Veranda packen, ne? Ja. Höchstens noch, wenn wir Steinblöcke haben, so zum für die ersten zwei Stufen der Säulen, weißt du? Kann man ja auch später machen, aber. Nicht, dass die Säulen da kaputt hauen und die brechen dann ein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich mach das erstmal so massiv mit. Steinblöcken unter der Welt. Doch, da ist doch was. So ein Tier oder ist das ein Zombie? Wildschwein!
Super. Heinrich der Jäger ist unterwegs. Oh, kann ich schon mal die ersten... Oink, oink, du kleine Sau. Steinplattenblöcke hier verteilen. Hey, hab dich doch getroffen. Na hallo, wen haben wir denn da? Kleine Sau, du. So. Leider sind alle Pfeile kaputt zerbrochen bei ihm, diese kleine Sau hier. Dicke Schwein. So. Nummer zwei Tiere eliminiert. Heinrich 2, Natur 0. Oh, 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 oh. ...91 Pfeile. Oh, Steine habe ich auch nicht mehr. So schlimm wird die Unterfütterung doch nicht, habe ich den Eindruck. Was mit Futter? Die Unterfütterung. Wieso? Der Veranda. Die eine Seite ist schon fertig. Ach cool. Habe ich noch nie angefangen, Pflastersteine zu machen. Ja, hast es einfach drauf. Du bist ja hier Profi. Noch nicht in Alpha 17. Ja, aber du kennst dich ja einfach gut aus. Nee, bis jetzt habe ich es einfach noch nicht so früh im Spiel gebraucht, schon so früh Pflastersteine zu machen. Was meinte ich eigentlich damit? Ach so. So, jetzt wird mir gleich wieder hot, hot, hot. So, bis 9 Uhr werde ich hier noch weitermachen. Vogel! Und dann mache ich mich auch auf den Weg. Du dreckiges, gefiedertes Etwas. Gab's Punkte? Gab Punkte. Dreckiges Vieh, ey. Mit dem... Ah ne, ist das Eisen, kein Gammelfleisch. Hier ist das Gammelfleisch. Weg damit. Bah! Steinaxt reparieren. Eigentlich sind es jetzt drei Tiere, die ich gekillt habe. JW. Auch so ein Funkmast. So, ah, die sind ja seitlich vorhin da durchgebrochen. Ich glaube, wenn du noch weiter durchs verbrannte Gebiet Richtung Norden gehst, war da tatsächlich sogar. Ey, warum seid ihr wieder drin? Ich habe euch doch letztes Mal rausgeholt. Ihr könnt doch mal draußen bleiben. Gehen die nachts rein oder was? Vielleicht haben die Angst im Dunkeln. Müsst ihr auch Hayabubu machen, oder was? Aber bisher sind es zwei und ein Verbrannter, das ist so okay. Na komm, komm. Das dauert einen Moment, oder? Das dauert einen Moment. Ich find's cool, wenn die Pfeile richtig im Kopf stecken bleiben.
Oh, das war so ein Feuerzombie. Auch gekillt. Mal gucken wir nochmal. Noch wer da? Wo ist hier? Ach, da liegt noch ein Penner. Hey du Penner, steh mal auf da. Oh, das ist ein Biker. Ist ja fast dasselbe. Was ist der Trucker und Biker? Bleib liegen. Okay, dann doch nicht. Ups. Pflasterstein. Oh, 47. Dann hacke ich in der Zwischenzeit noch ein paar Bäumchen. Alter, du willst es aber echt wissen, ne? Bäumchen! Der tätowierte Biker hat auch ganz schön gut ausgehalten, also. Bäumchen! Okay, ich glaube, es wird 10, bis ich loskomme. Egal, irgendjemand muss sich hier ja verteidigen, wenn der kleine Junge wieder auf Abenteuer. Ich bin doch jagen gegangen. Ist doch okay. Lass mir doch meine kleine Schuhe. Ich habe rein zufällig noch beim Jagen ein Haus entdeckt. Ja, ist alles gut. Alles gut, kleiner Junge. Ja, dann ist gut. Dann ist ja gut. Ja, was ist? Wir haben alle so richtig. Ah. Ich hab's doch geahnt, irgendwo ist eine Falle. Ach, da. Mein Compoundbogen ist bald hier. Aber du hast noch einen anderen gefunden gehabt, ne? Ja, ein Einser, der ist in der vorübergehenden Basis eingeführt. Oh, da kommt noch ein Cowboy. Weggelassen hatten. Draußen ist auch wieder ein Zombie. Mal schnell rausgehen, dass es gleich reinkommt. Ach, da ist er hinten. Okay. Ah, oh, noch einer. Hört's ja mal so auf hier. Ich wollte nochmal jagen gehen, nicht die ganze Zeit Zombies schlachten. Ich geh nochmal raus. Der ist noch nicht da. Weg. Aua. Ja, von mir kriegt jeder was hier. Die zweite Seite ist auch fast fertig. Cool. Bring ich hier noch ein bisschen Zeug weg. Boah, jetzt wo die Sonne hier draußen ist, ist mir echt warm. Ich bin wieder ins Haus. Oh, hier ist eine Pilzfarm. Eine Pilzfarm? Nimm Pilze mit. Pilze. Ich weiß bloß nicht, ob das legal ist hier. Pilze. Chemiestation. Stimmt illegal hier. Pilze. So, dann gehe ich auch mal auf Touren. Wo wollte ich hin? Ich wollte Richtung Westen. Erstmal nach Süden. Über die Brücke. Ei, ei, ei. Ganz viele Pilze. Super, nimm mit. Das sind bestimmt welche zum Rauchen oder so. Aha, da ist ein Feuerzombie drin. Hallo, Feuerzombie. Hast du einen anderen Eingang gefunden? Das ist die Ensel. Das ist der Ensel Adams River. Macht er. Wer? Zombie macht. So, ich dachte, der Ensel Adams. Als er einen Pfeil im Kopf gekriegt hat.
Wollen wir mal gucken, ob ich am besten vielleicht eine Stadt finde. Wäre ja auch ganz gut. Kochtopf! Yay, wir bräuchten aber einen Grill. Also kann ich ihn kaputt machen. Puh, dann Pilze ernten. Jo. Oh, da ist eine große Straße. Große Straße führen in der Regel früher oder später zu einer Stadt. Ah, das ist der äußere Eingang. Oh, da ist ein großes Schild. Hier scheint eine Stadt oder so zu sein. Das ist super. Das ist doch nicht so weit weg. Das ist ein großes Gebäude. Das ist doch keine große Straße. The Booby Trap. Oh, oh cool. Booby Trap. Ich habe den Stripladen gefunden. Oh, da will ich auch mit rein. Können wir morgen machen. Okay, dann markiere ich den nur. Dann nennen wir auch die nächste Folge Booby Trap. Ich glaube, das findet YouTube bestimmt nicht gut. Egal. Uff! Den hab ich ja ganz vergessen. Wo kommst du denn her, mein Süßer? Schleicht der Zappelphilipp hier einfach rum. Dieser Zappelphilipp-Bauarbeiter. Kleiner Frechdachs, du. So, allerdings hatte ich den anderen Weg die Straße runter auch noch gesehen, dass da was ist. Das heißt, ich wende jetzt der Booby Trap einmal den Rücken zu und folge diesem asphaltierten Abflussufer. Ja. Ey, das Haus ist voller scheiß verfickter Zombies, ey. Was ist das angeworfen? Weiß ich nicht, sehe ich gerade nicht. Ist auch nicht. Ich sehe leider nichts. Schade. Aber ich gehe mal schnell aus dem Haus. Einfach mal in den Himmel gucken. Ja, ich sehe diesen Dings nicht. Ich auch nicht. Das heißt, man müsste den Server nochmal umstellen, dass die Abwürfe außer der Luft markiert werden. Ja. Ah, ich seh ihn. Also bei dir mehr in der Nähe, ja? In der Nähe ist übertrieben. Ich weiß nicht, wie lange ich da hinten raus bin. Ich darf auf gar keinen Fall nach rechts oder links gucken. Das ist Richtung des alten Basishauses. Also das wir nie genutzt haben. Und das ist voll in die andere Richtung, als ich mich gerade eigentlich bewegen wollte. Voll, das ist mehr bei dir. Ja, ich seh's bloß nicht. Ja, ich müsste jetzt einmal mitten durch den See schwimmen. Das hat keinen Sinn, wenn ich jetzt mitten durch den See schwimme. Also wirklich so einmal richtig quer durch den See. Ja, man hat ihn wahrscheinlich nicht auf der Karte, sondern man muss ihn wirklich sehen. Oh, eine Dose Futter. So, hier ist ein Gebäude. Ey, geht das mal kaputt da? Scheiß Falle. Hallo, Gebäude? Ah. Wer wohnt denn hier? Hier ist safe, den klappe ich jetzt aber nicht auf. Bin ich ja morgen noch dabei. Ja. Hallo? Sieht ja ganz schön kaputt aus hier. Hallo? Jemand da? Das ganze Haus sieht aus wie eine Falle, ey. Ach, ja, ja, kommen die nächsten. Das ist doch echt voller Zombies. So, noch
Oh, schon wieder von hinten, ey. Ich höre die nicht mehr. Die machen einfach weniger Krach, finde ich. Und ich stürze runter. Wer war nochmal derjenige, der sich über mich lustig gemacht hat? Ja, jetzt nicht. Verblute. Ach. Ich hole gleich meinen Boomstick raus, hier, Schweine. Yay, ich habe einen Kochgrill. Muss was essen. Oh, da kommt gleich noch einer, jetzt reicht's mir. So. Oh, zwei Schuss schon tot. Oh, da kommt noch einer. Ups. Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit gleich von noch mehreren bekommen. Sind sie alle wach? Also den Keller habe ich jetzt mittlerweile ganz gut. Du bist infiziert. Ach du Scheiße. Das ist aber nicht gut. Antibiotika habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir zu Hause welche haben. Nee, ich glaube nicht gefunden. Dann will ich irgendwann sterben. Hm. Aber früher hat man ja ein, zwei Tage überlebt. Hm. Bis man vollends verreckt ist. Wäre interessant, ob man dann jetzt wirklich zum Zombie wird oder einfach nur tot umfällt. Home Cooking. Du bist durstig, ja. Bobs Café. Ach, hier sind auch diese üblen Fallen. Ja. Das ist ja fies. So, ich brauche mal ein paar Frames. Wenn ich jetzt hier schon alle Zombies töte, will ich auch das Gebäude hier durchsucht haben. Oh, Bobs Café ist befestigt. Ah, Überlebende. Wo Überlebende waren, ist bestimmt was Tolles. So. Oh, die fallen auch hier kaputt. Das ist ja toll. Ein Bücherregal. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Hurra. Das ist ja der Hammer. Cool, eine Gangstermütze. Die trage ich mal. Yeah, Gangster. For life. So. Scheiße hier. Oh, die Tür ist freigeschaltet. So. Nächstes Zimmer. I'm entering Bobs Café. Oh, ich schieß daneben. Hier ist komischerweise kein Zombie. Eine Falle. Klar. Hi du. Keine Zeit für dich. Kein Spaß mit dir. Mal weg. Ich durchsuche jetzt dieses verfickte Haus. Okay, da geht's aufs Dach. Mal drin alles checken. Ach, ne. Ein Koffer mit einer Dose gefunden. Ist das nicht Hammer? Wow. Ah, hier sind sie wieder. 3, 4. Aber warte mal. Kommt mal zu mir, ihr kleinen Schweine. Oh nein. Fall mal runter. Ich habe keinen Bock auf euch. Okay, die fallen nicht. Fall doch runter! Scheiße, die kommt in die Ecke. Was tut ihr? Ihr sollt runterfallen! Ihr elenden Kackzombies, ihr Kacknoobs!
Einmal ausgetrickst. Habt ihr was Tolles? Level 7. Hier ist nichts Tolles drin. Mal fixen. Schnell verstärken. So. Nichts Tolles drin. Oh, ich bin out of... Ja, der hält nichts mehr aus, der Junge. Oh, pinke Farbe. Ey, ich schlag zweimal und kann nichts mehr. Wenn du infiziert bist, ist echt scheiße. Ja. Da drin sind auch schon wieder 3-4 Zombies. Ich will dieses Haus durchsucht haben. Ach, komm, ich mal meinen. Alter, das gibt's doch nicht. Keine Ausdauer hier. Ich bin auch Dödel. Ich hab aus Versehen meine Axt. Ey, du hackst zweimal. Ist ja schon kaputt. Ich hab schon so viel Wasser getrunken wie geht, aber er verdurstet so schnell. Oh, ihr kommt hier nicht hoch. Wie viele haben wir? 2, die schaffe ich schon. Hoffentlich. Okay, das war ein Biker. Gut, jetzt reicht's mir. Shotgun Time! Nein, ich muss nachladen! Tschüss! Ich bin gelähmt. Oh! Die sind von außen irgendwie gekommen! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht, die sind von außen irgendwie gekommen. Die Schweine! Ah, ich häng schon wieder, ich bin betäubt! Ich werde mich demnächst auf den Heimweg begeben. Schnell heilen! Alter, der eine zuckt mit dem Arsch noch. hier, wie hieß das nochmal? Twerking? Er twerkt. Ja, ey, die haben echt einen äußeren Weg genommen, um aufs Dach zu kommen, die Schweine. Und haben mich dann nochmal über... Also sind echt nicht doof geworden. Das ist echt fies. Ich habe hier so ein paar Edelsteine kassiert. Oh, ein Blaubeerkuchen. So Golden Nuggets. Oh, ich habe einen Wutzblitter. Was ist denn ein Wutzblitter? Oh, den Wutzblitter kannst du so modifizierend an deine Axt machen. Geil! Und dann macht das bei Holz mehr Schaden. Bei meiner Axt? Ja. Ach so. So, und ich begebe mich jetzt auf den Heimweg. Eine Feuerwehraxt. Nice. Ja, für das, was ich hier jetzt hier geleistet habe, muss ja hier echt was rausspringen. So. Oh, ich muss was trinken. Ich habe übrigens eine pinke Axt. Das ist fantastisch. Ja, ne? Ich habe eine pinke Axt und einen blauen Knüppel. Ja, ich habe ja noch zu Hause rot. Das will ich mir auch mal. Ja, das Schöne ist, dass man die Farbe ja auch wirklich wieder abmachen kann. Ja. Ein Knüppel Stufe 2 brauche ich nicht. Kann ich zerlegen. Gib ein bisschen Holz. Ja, das haben wir nicht mehr. Ja. War doch ganz erfolgreich.
gucken wir jetzt auch raus aus dem Haus. Aus dem Haus des Todes. Ach, die sind hier runter. Zack, hier dann wieder hoch. An der Seite. Echt nicht doof. Ja, also die gehen, habe ich den Eindruck, wirklich mittlerweile eher gezielt auf irgendwie Lücken oder so. Und sonst war es ja irgendwie möglichst so kürzester Weg. Aber ja, die laufen jetzt echt so etc. Das ist eigentlich ganz schön fies. Also für einen, aber irgendwie ist das ganz cool. Ja, die nutzen echt mehr die Lücken, das stimmt. Hm. Die wissen sofort, da ist eine Lücke. Hm. Ist zwar ein bisschen blöd, aber... Weil ich würde es gut finden, wenn sie einfach rumlaufen, bis sie eine Lücke finden, weißt du? Und nicht einfach so gezielt schon wissen, ah, da ist eine Lücke, da laufe ich jetzt hin. Das macht das halt für den Spieler etwas schwerer. Ja. Ich bin auch schon ein bisschen nervös bezüglich der roten Nacht. Ja, aber kann man aber auch gut zum Nachteil nutzen. Zum Beispiel, wenn wir Minen haben zum Beispiel. Können wir gezielt in einer Mauer... Sagen wir mal, packen wir einfach Frames drauf. Die Frames machen wir in der roten Nacht dann ab. Und dass sie durch das Minenfeld laufen. Hm. Weißt du, das kann man auch wieder gezielt nutzen. Oder gezielt für andere Fallen, weißt du? Hm. Für Blade Trips zum Beispiel. Machen wir eine Fake-Wand. Dahinter kommen Blade Trips, genau. Dann denken sie, oh, da ist die Wand offen. Dann gehen wir mal durch. Und dann schwuppdiwupp, tot. Ich fülle dann jetzt hier nochmal ein paar Gläschen mit Wasser auf. Ja. Ich kraxel mal nach Hause mit meiner Verwundung. Ich bin gleich zu Hause und werde die Zeit da nutzen, um noch ein paar Bäume zu fällen. Was mich gerade wundert, ich bin ja infiziert. Warum habe ich das Infizit-Symbol nicht mehr? Vielleicht bist du von alleine wieder gesund geworden. Ist ja blöd. Aber wird mir auch rechts nicht angezeigt, dass ich... Dann geht das doch wohl weg. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auch viel verdurstet bin. Erstens, weil ich überladen bin. Und zweitens, weil ich, ja, infiziert bin. Hm. Ja, das... Nee, ich hab jetzt keine Lust mit dir, so. Mit Zombie, du, lass mal. Ich hab jetzt genug Zombie-Action. Das reicht mir erstmal. So, erstmal hier das Zeug ablegen. Was habe ich denn für Zeug? Achso, erstmal ganz wichtig, der Kochgrill. Wie weit bin ich hier entfernt? Ach, es geht eigentlich. Kochgrill! Wir haben einen Kochgrill, Kochgrill, Kochgrill. Juhu. Wir haben einen Kochgrill, lalala. Dann haben wir ja alles. Messbecher, Kochgrill und Kochtopf. Wir können mal richtig kocheln. Ja. Das ist ganz wichtig. Oh. Oh. Ich brauche mal einen Kaffee. So, ich bin jetzt erstmal genügend abgeladen auf die Schnelle. Dass ich nicht mehr voll beladen bin, damit ich noch 2 Stunden lang hacken kann. Hm. Oh, ich glaube, ich sehe unser Haus. Juhu. Ich glaube, dann entlade ich mich erstmal, trinke und esse was und dann kann ich wieder auf schnell Holz hacken gehen. Also mit dem Airdrop, das müssen wir mal gucken, weil ich habe keinen Bock, mal die Airdrops zu suchen. Ja. Müsste man gucken, dass man das im Server halt... Oder vielleicht kann man es nicht mal einstellen. Vielleicht ist es halt Standard so, dass man... Ich glaube, standardmäßig ist er tatsächlich nicht markiert. Achso, dann war ja schon eben je nicht markiert. Das kann sein. Ah, ja. Ah ja, wie komme ich jetzt hoch? Mit Frames. Haben immer Frames dabei haben. Genau. Kannst auch einfach 2 Frames nutzen, platzierst den ersten, springst drauf und machst dann den zweiten. Ich wollte jetzt hier einfach hier was lassen, damit du näher auch hochkommen kannst. So, ich hab Frames mit. Ja, dann nehme ich sie halt wieder weg. Keine Frames brauchst. Wollte ich dir hier nicht den... Oh, ich komme nicht mal hoch. Hä? Achso, weil ich gebückt war. So. Okay, anders kaputt gegangen. Ist nicht schlimm. So, Klappe zu, Affe tot. Papa, gib mir was zu essen.
Blaubeerkuchen. Ah, da kann ich die Dose reinpacken. Das ist mein Blaubeerkuchen. Den hab ich gefunden. Das ist mein Blaubeerkuchen. Da hab ich mir schon gedacht, dass du den haben willst. Ist ja okay. Da ist lieber Spiegelei mit Speck. Immer noch überladen. Mann, oh Mann, oh Mann. Die Feuerwehrachse ist auch schon fast kaputt. Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße, du. Die Mods kann man ja später wieder ausbauen, ne? Ja, das ist ja das Schöne da dran. Aber ich finde meine pinke Axt echt ganz cool. So, dann modden wir mal hier unsere normale Steinaxt. Jetzt mache ich plus 7 Block Damage. Wow. Hammer. Warte mal, ich habe doch nur eine. Ich habe doch hier irgendwo rot gehabt. Was? Du kannst aber nur Farbe und das andere dran machen, wenn du wirklich. Also wenn das schon Level 3 ist, die Axt, ne? Achso, Level 3. Nee, Level 3 ist es noch nicht. Weil dann hast du erst 2 Mod-Slots. Zwei Mod-Slots. Ich kann dir aber gerne eine Level 3 Axt herstellen. Nee, dann kannst du das gerne machen. Pack nur was in den Waffenschrank rein. Pistolen haben wir auch erstmal gut. Welche? Ja, ist ja nicht wenig. Oder auch die Munition. Packe ich da auch lieber gleich rein. Oh, ich muss mich bald reinbegeben, sehe ich gerade. Ja, ist schon soweit, ne? Ja. Zeit rennt, das glaubt man gar nicht. Pflanze ich erstmal schnell Bäumchen. So. Und ich habe auch schon ein paar Fallen, die ich schon mal aufstellen kann. Ja, ja, Fallen aufstellen. Da für Shotgun. Ah, ich habe ja eine Shotgun. Oh, Modify. Ich glaube, ich komme rein. Und 1 plus Damage ist ja der Hammer. Wow. Upsi, ich komme rein. ist der Wehr noch nicht drin? Nee, da hat jemand noch die Zeit vertrödelt, Fallen aufzustellen. Ja, es geht ja. Ist der jetzt da? Ja. So, das kommt da auch woanders. Wir wollten eigentlich sortieren, aber haben es auch ein bisschen verpaddelt. Also. Naja, wie das halt immer ist, das kommt im Waffenschrank. Das ist Erste Hilfe. Nee, das ist Klamotten und so. Haben wir schon Erste Hilfe Schrank? Ja, da links. Der andere ist so ein bisschen Fell und Kleidung kommt da rein. Groß links. Da, ach, wo. Ach, der links hier. Deswegen ist da auch die Batterie drin. Die Batterie hatte ich ja nicht reingetan. Die war da schon drin, so. Oh. So, Pfeile sind Pfeile. Federn sind oben. Hammer 650. Federn sind oben. Wo? Ja, im Waffenschrank. Welches ist der Waffenschrank? Oben. Ach, oben. Beim Bett. Links vom Bett. Ja. So, wir beenden mal die Folge. Wir werden mal ein bisschen hier tüfteln. Ich gehe gleich wieder runter und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal gerne ein Like da, einen Kommentar oder sogar ein Abo. Es würde mich sehr freuen. Uns würde es sehr freuen. Natürlich. Und die kleine Katze würde sich auch freuen. Katze, sag was. Okay, schläft wirklich. Gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.